jetzt also zum ersten Mal mit dem neuen Verein zurück und die Düsseldorfer, sie lieben ihren Lumpi immer noch. Die Dresdner waren allerdings nicht zum Feiern gekommen, die nahmen das hier ernst. Die Gäste in Gelb und Schwarz von links nach rechts. Niklas Kreuzer, der neu im Team war, auf der Außenverteidigerposition. Dann Kutschke, der mit dem Kopf verlängert. Und da ist Lamberts und dann Niklas Hauptmann. 25 Sekunden hatte es gedauert. Und dann war der Ball im Tor. Lamberts mit der Vorarbeit. Hauptmanns erstes Zweitligator überhaupt. Und das war das schnellste Tor in dieser Zweitligasaison. Das schnellste Zweitligator in der Geschichte von Dynamo Dresden. Und Düsseldorf hatte erstmal zu knabbern an diesem Tor. 13 Minuten gespielt, Gogia, und den sieht Rensing so spät, dass er ihm nur noch an die Brust knallt. 26 Minuten, Düsseldorf versuchte sich jetzt zu befreien, aber Ballverlust, Hartmann zu Gogia, und er guckt sich um. Was habe ich da am Laufen? Nicht so viel, also hau ich ihn rein. Viertes Saisontor für Akaki Gogia. Ein wunderschönes, der passt direkt neben dem Pfosten. Und Rensing hat da nicht den Hauch einer Chance. Ganz bitterer Gegentreffer für die Fortuna, die nun richtig wankte. Nur eine Minute später der Pass auf Berko. Und der scheitert am Lattenkreuz. Das hätte schon das 0:3 sein können und es wäre nicht unverdient gewesen. Die Fortuna brachte in dieser ersten Halbzeit, vor allen Dingen in der ersten halben Stunde, kein Bein auf den Boden. Esprit nur im Stadionnamen, aber nicht aus dem Spielfeld. Jetzt sind wir in der 32. Da ist mal Hennings mit dem Schuss aus der Distanz. Das ist harmlos. Schwäbe im Tor von Dresden ohne Probleme. 37. Hennings beim Eckstoß. Das ist die andere halbwegs gefährliche Situation für Fortuna Düsseldorf im ersten Durchgang. Aber Müller klärt vor Bebu. Lamberts, den hatte es ordentlich durchgeschüttelt. Die Düsseldorfer schonten ihren Ex-Kollegen nicht. 50 Minuten gespielt und jetzt nach einer Ecke von der Fortuna ein Konter zum Genießen von den Dresdnern. Das ist Hauptmann, das ist Berko und da ist Gogia. 0:3. Die Düsseldorfer hatten mehr vom Spiel gehabt, Ende der ersten Halbzeit, aber die Dresdner eiskalt mit dem Konter, Berko mit der Vorarbeit. Lukoki hatte da auf einen Torschuss spekuliert, deswegen kam er nicht mehr hin und Gogia spaziert den Ball über die Linie. Und die nächste Chance, das ist Kutschke. 3 Minuten später, Rensing mit einer tollen Parade, Friedhelm Funkel musste mal durchschnaufen. Und für Andreas Lamberts waren es dann eben doch keine 90 Minuten Fußball, sondern nur 74, dann war Feierabend. Fazit für Lamberts, ein blutiger Finger, ein paar blaue Flecken und das Fundament für einen Auswärtssieg legt. Und dann schauen wir uns die Düsseldorfer Schlussoffensive an. 79. Minute. Jerome Kiesewetter mit der Flanke. Da ist der Kopfball von Ruben Hennings. Aber das war alles nur so halb gefährlich. Nur eine Minute später. Bebu. Bebu mit einem Dribbling und dann dem Schuss aus der Drehung. Da muss Schwäbe tatsächlich mal hin. Eine gute Parade vom Dresdner Keeper, der ansonsten wirklich wenig zu tun hatte. Und dann haben wir noch einen von der Fortuna. Wir sind jetzt in der 83. Spielminute. Julian Schauerte, der Außenverteidiger, probiert es nochmal. Der war richtig knapp. Schauerte, aber eben nicht drin. Und am Ende noch eine unschöne Situation. Florian Ballas, der Innenverteidiger von Dresden, musste mit blutiger Lippe behandelt werden. Was war passiert? Hennings hatte ihm im Getümmel, im Strafraum, jetzt hier mit dem Ellenbogen eine verpasst und dafür sah er nur gelb. Das war richtig viel Glück, da hätte es auch glatt rot geben können. Ansonsten